Dies ist das Symbol für den Flipendo-Zauber. Halte die Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Lass dann die Maustaste einfach los. Wenn ihr euch jetzt hier amüsiert, macht's erstmal besser. Wow. Gar nicht so einfach. Diese Geduldsspiele oder Geschicklichkeitsspiele. Du bist noch ziemlich unsicher, Harry. Übe weiter. 5 Punkte für Gryffindor. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Dafür habe ich nicht das beste Mauspad. Die Maus macht manchmal, was sie will. Aber das geht hier ja leider auf Zeit. So. Im Übrigen ist das hier noch eins der einfacheren Symbole. Vermute ich. Eine gute Leistung. Aber du kannst es noch viel besser. 10 Punkte für Gryffindor. Ich kann das nicht besser. Versuch es nochmal, Harry. Mann! Aber es muss ja auch schnell gehen. Das ist die blöde. Der Haken an der Sache. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sind wieder keine 80. Oder? Nein, Mist. Nicht schlecht, aber leider nicht ganz. 1%. Ach Mist. Ein einziges. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flipendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Ja, machen wir. Das ärgert mich jetzt. 1%. Aber wie gesagt, Spaß an der Freude. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Okay. Hast du mir noch was zu sagen? Wenn über einem Gegenstand ein Zaubersymbol erscheint, bedeutet dies, dass dieser Gegenstand verzaubert werden kann. Okay. Das da zum Beispiel. Ja? Flipendo kann auf alle Arten von Gegenständen angewandt werden. Okay. Machen wir mal weiter. Ja, wie gesagt, Spaß an der Freude. So, das ist angekommen, das Pass. Wenn ich also hier nicht so gut abschneide, macht's erstmal besser, Leute. So, wo lang? Da ist vergittert, da ist ein Balkon. Bringt uns auch nicht so viel, würde ich mal denken. Ah. Wende den Flipendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Du kannst den Flipendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Also mein Lehrer hat gesagt, ich darf hier randalieren. Hier hoch? Schade. Na gut, dann doch das Panel hier. Oh, da ist der erste Stern. Tschüss, Professor Quirrell. Bis später. Ich bin auf Sternenjagd. Yay, einer. Wie viele gibt's eigentlich pro... Das gefällt mir nicht. Wie viele gibt's pro Aufgabe? Das? Ach, jetzt sind wir bei dem Kessel. Sehr gut. Ah ja.
Gut gemacht. Nun mach dich auf die Suche nach den Sternen. Wir treffen uns dann später. Muss ich jetzt zurück oder muss ich hier runter? Hab dich nicht so, Harry. Wir treffen uns dann später. Mach dich auf die Suche nach den Sternen. Gut. Das klingt doch machbar. Das ist schön. Oh. Hi. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Mit diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert. Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Wow. Aber ich dachte, du bevorzugst Sir Nicholas. Na gut. Ich will aber erst noch ein bisschen randalieren. Ich speichere. Ja, Leute, das ist der kleine, na, ich will nicht sagen Nachteil, aber der kleine, nicht so schöne Teil an diesem Spiel, feste Speicherpunkte. Aber das haben leider viele Spiele oder einige. Ich bevorzuge ja immer noch so eine kleine Schnellspeichertaste. Aber wer bin ich schon, mir sowas zu wünschen? Weder hier noch in neueren Spielen. Hoffentlich geht das gut. Und dass wir nicht zu oft später sterben werden. Oh. Aber mal ganz ehrlich, so in einem Schloss rumgucken. Das wäre doch wirklich mal... Das könnte mir gefallen. Ah, zu weit weg. Flipendo, unser erster Zauber. Noch ein Stern, 3 Stück. Ist das in jeder Prüfung gleich? Dann müsste ich mir vielleicht mal merken, wie viele es geben muss. Da steht ja unser Prof wieder. Ganz ehrlich, ich kenne die Bücher, ich kenne die Filme. Ich mag dich nicht. Nee. Verwende den Flipendo-Zauber bei diesem Block, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ja. Flipendo! Zufrieden. Flipendo! Abholkistenrätsel sind lustig. Es gibt Spiele, da machen sie keinen Spaß. Oder können nervig sein. Tomb Raider zum Beispiel. Legacy of Kain: Soul Reaver 1. Aber abgesehen davon... Ende. Manchmal können sie auch ganz witzig sein. Ah, oh, blaue Teppiche, türkis, grün. Oder lieber bunt. Oh Gott. Da geht's tief runter und... Ist die Krone vor dem Buch? Ja, speichern! Ich würde sagen, die Aufgabe beenden wir erstmal und dann mache ich eine kurze Pause, um zu gucken, ob das funktioniert hat. Nicht angekommen. Da kommen wir bestimmt noch hin. Nintendo. Ja, da kommen wir noch hin. Seht ihr? Ach, da ist eine Schalttafel. Nintendo. Mann. So. Nintendo. Gut, jetzt auf den Block da drüben, würde ich mal denken. Aber nicht von hier. Ah, stimmt. Unsichtbare Mauern. Springen bringt hier gar nichts. Er springt dann gegen die Luft, die plötzlich hart wie Stein ist.
Statt drinnen zu landen, was er locker schaffen würde, muss er sich erst treffen. So, weiter geht's da drüben. Das wäre mir dann doch zu viel... zu viel potenzieller Fallschaden. Also lieber auf Nummer sicher gehen. Oh ja. Drauf da. Ich denke mal, wenn wir auf dieses blaue, wabernde Zeug kommen würden, wären wir so gut wie tot. Also wir versuchen das lieber gar nicht. Erst wenn es sich vermeiden lässt. Und ja. Ich hab's euch gesagt, bewegliche Plattformen. Dumm, dumm, dumm. Und schon wird die Musik dramatisch. Und wir sind eingesperrt. So ein Mist. Ich hab's gehört, die Tür ging zu. Ja, du mich auch. Das ist bestimmt Peeves. Nein. Ich warte, bis der wieder hinfährt. Ich will hier nichts riskieren, rein gar nichts. Ja, hallo Harry, guck dich nicht so zu mir um. Dein Leben liegt in meinen Händen. Haha. So, die Kerzenhalter können nicht angezaubert werden. Dann komm mal wieder her, liebe kleine Plattform. Komm, lass dich nicht so bitten. Das war ja fast ein bisschen weit. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht mal lauter, mal leiser. Wenn ich mich konzentrieren muss, strecke ich den Kopf vor wie eine Schildkröte und nähere mich dem Bildschirm. Muss ich gestehen, und dummerweise nähere ich mich dann auch dem Mikrofon. Falls es irgendwelche Unterschiede gibt. Nee, nach da geht's weiter, oder? Gucken wir erstmal, was hier ist. Genau. Ja, also wenn ich mal lauter werde, dann bin ich gerade wieder ans Mikrofon angegangen. Ich hoffe, das ist nicht so extrem. Die beiden noch. Wie ihr seht, würden wir hier dem linearen Weg folgen, würden wir nie im Leben alle Geheimnisse entdecken, alle Sterne finden, was ja eigentlich unsere Aufgabe hier ist. Und hüpf. Ich hasse das so dermaßen. Nintendo. So. Jetzt ist die auch in Bewegung. Dieses statische Knacken im Hintergrund ist auch lustig. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch hören werdet. Oder ob ich das irgendwie noch rausfiltern kann. Bei mir knackt die Soundspur des Spielsounds gerade extrem. Oh, Gott sei Dank. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Mach die Tür zu, ich will nicht zurück. Denn? Das ist ein Gnome. Ah, süß. Gnome belästigen liebend gern junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Na, wie süß, aber das ist nicht nur der eine. So, der wäre schon mal weg. So, und du auch noch. Okay. Entschuldigt, dass ich schon wieder sehr schweigsam war. Wie gesagt, Konzentration und Reden, das geht nicht gleichzeitig. Ich bin nicht so multitaskingfähig, das muss ich zugeben. Mit dem Kaminholzding und so geht nichts mehr. Hi.
Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Nun mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Flugunterricht. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch muss. Mist. Ich wollte doch die Aufgabe abschließen. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen. Dann speichern und... Steuere deinen Besen mit den Pfeiltasten. Die Aufnahme kontrollieren. Kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Zum Beschleunigen und Bremsen? Ja, was sind die Tasten zum Beschleunigen und Bremsen? Leute, da muss ich nachgucken. Es tut mir leid. Beschleunigen ist umschalten, Bremsen C oder Y. Umschalten. Da. Wie soll ich denn da meine Finger legen? Oh Gott. Na gut. Okay. Nö. Fertig, Harry. Wenn ich pfeife, geht's los. Aber gut. Muss ich hier beschleunigen oder darf ich auch ganz einfach... Mal sehen, wie du mit kleineren Rinnen zurückkommst. Enge Kurven. Okay. Den noch. Jetzt platzieren wir die Ringe mal ein bisschen höher. Das ist gemein. Besen klingt aber auch nicht mehr gesund. Ja. Das ist hier so eng. Ich bräuchte ein bisschen mehr Platz zum Navigieren. Manövrieren. Nicht anstoßen, Harry. Okay. Ich glaube, du hast eine natürliche Begabung. Und ich glaube, ich erwische die Ringe zwar, aber... Aber... Wenn du deine Sachen gut machst, erhältst du zusätzliche Ausdrücke. Das ist doch mal ein Ansporn. Nimm den Ring mit, Harry. Oh mein Gott. Ich hoffe, das klappert jetzt nicht, weil das Mikro so wackelt und ich auch so auf die Tastatur haue. Ja. Ist das der letzte? Probieren mal mit Ringen, die sich bewegen. Ringe, die sich bewegen. Aua. Ja, das ist hier aufgegangen. Du bist ein Naturtalent, Harry. Ich gebe dir 10 Hauspunkte für deine gute Leistung. Du kannst ab jetzt üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Ich will wissen, was da oben aufgegangen ist. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry. Hätte ich da ein Geheimnis finden können? Zauberkunstunterricht. Heißt... Du auch? Slip Handy! Slip Handy!
wenn wir dieses Üben machen? Nintendo! Dann muss ich das nochmal ausprobieren. Nintendo! Dann müssen wir da irgendwann mal üben, Leute. So, nach der Speicherung jetzt werden wir aber erstmal sehen, ob die Aufnahme so weit hinhaut. Also, wir sehen uns sofort wieder, denke ich mal. Ja, so spät ist es nicht. Bis gleich.